Liebe Kartell- und Bundesbrüder, liebe Freunde des Kartellverbandes, heute gedenkt die Kirche des Heimgangs des heiligen Benedikt, des Stifters des Benediktinerordens. Ihr seht ihn oben im Deckengemälde. Benedikt hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen mit seinen Mitbrüdern, um Gott durch Arbeit und Gebet zu dienen. Und ein wichtiges Anliegen war es, im Gebet die Welt zu verändern. Er war nicht der große Missionar, der in die Welt hinausgegangen ist, sondern er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen und hat im Gebet seine Kraft und Stärke gefunden und seine Kraft und Stärke entdeckt, die Welt zu verändern. So ist es ein schönes Zusammentreffen, dass wir genau heute an seinem Gedenktag darauf zurückschauen können, dass es seit einem Jahr die geistlichen Impulse anlässlich der Corona-Krise gibt. Vor genau einem Jahr sind wir online gegangen. Vor genau einem Jahr, und das bis heute, wollten wir zeigen, wir sind mehr als nur eine Gemeinschaft, die sich auf Häusern trifft, zu wissenschaftlichen Veranstaltungen und geselligen Beisammensein. Nein, wir verstehen uns auch als eine Gemeinschaft im Geist, als eine Weggemeinschaft hin im Glauben zu unserem Gott. Und so danke ich allen, die im letzten Jahr uns an ihren Gedanken haben teilnehmen lassen. Den Dutzenden von Kartell- und Bundesbrüdern, die bereit waren, geistliche Impulse uns zu schenken. Ich danke allen, die an der Organisation und Planung mitgewirkt haben. Und ich danke Ihnen und euch allen, die ihr die Impulse angeschaut habt und uns gezeigt habt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Eine geistliche Gemeinschaft, so wollen wir uns ein Stück weit auch verstehen. Gottsucher wie der heilige Benedikt, die unsere Verbindungen als einen Weg sehen, gemeinsam zum großen Ziel zu kommen. So wünsche ich euch in diesen schwierigen Zeiten, euch und euren Lieben zu Hause, Gottes reichsten Segen, die Vorfreude auf das Osterfest, Gesundheit und Freude, damit wir wie Benedikt sagen können, im Gebet und der Arbeit haben wir uns auf den Weg gemacht zu dir, unser Gott. Farbe tragen heißt Farbe bekennen. Gott segne euch und bleibe bei euch alle Tage. Bis bald, euer Pater Winfried.